Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag und zwar heute vor genau 3 Jahren habe ich mein erstes Video hochgeladen. Seitdem sind es insgesamt 265 Videos geworden. Ich habe mehr als 38.000 Abonnenten dazu gewonnen und mit diesen ganzen Videos knapp 3,5 Millionen Aufrufe erreicht. Insofern auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin gespannt, was so die Zukunft für große Freiheit bringt. Also ich werde natürlich weiterhin immer viele tolle Videos für euch machen und mal schauen, wie sich dieses Projekt entwickelt. Und ja, heute, weil dieser besondere Tag ist, der Geburtstag von Große Freiheit TV, habe ich mir gesagt, ich stelle mal dieses spannende Buch vor, Crashkurs Geld. Und zwar bei mir war es halt auch das Geldthema, wie ich damals libertär geworden bin. Und zwar ja, Ludwig von Mises, für mich so einer der ganz großen Intellektuellen mit seinen Geldtheorien. Er hat mich halt einfach, ja, libertär werden lassen. Und ja, ich möchte heute einfach mit dem Autor dieses Buches sprechen. Und zwar, das ist Andreas Marquardt. Andreas Marquardt hat dieses Buch geschrieben, Crashkurs Geld, wie sie vermeintliche Experten und Besserwisser aus dem Konzept bringen und die Hintergründe verstehen. Herr Marquardt, schön, dass Sie dabei sind heute. Danke für die Einladung und auch Gratulation zum kleinen Jubiläum mit 3 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ja, Sie sind ja als Vorstand des Ludwig von Mises Instituts, Sie sind ja schon ein bisschen länger dabei. Sie sind ja auch Finanzberater, wo Sie Ihre Erkenntnisse aus der österreichischen Schule weitergeben. Und Sie haben ja auch schon mehrere Bücher geschrieben. Ich zeige die auch gerade mal kurz. Das erste Buch war mit Philipp Bargus, den ich auch schon auf meinem Kanal hatte. Warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden. Wenn man bei Amazon reinschaut, kommt das auch sehr, sehr gut an. Hat mir auch gut gefallen. Aber was mir besonders gut gefallen hat, war das hier mit Philipp Bargus. Wir schaffen das alleine. Das habe ich mit dem Philipp damals besprochen. Das war auch 2017 oder so, war eines meiner ersten Interviews. Und da geht es halt einfach um Dezentralismus, warum kleine Staaten einfach immer besser werden. Insofern, Herr Marquardt, Sie haben ja schon viel für die Freiheit gemacht. Wie kommt es, dass Sie sich jetzt dem Geldsystem wieder widmen in diesem kleinen Buch? Inwiefern gibt es da vermeintliche Experten und Besserwisser? Naja gut, also mit, dass es diese vielen Besserwisser und vermeintlichen Experten gibt, ich glaube, das wissen wir beide sehr. Und der Grund, dass ich dieses Buch gemacht habe, war, weil ja auch viele Menschen spüren wir sehen es ja selber Tag für Tag, dass nicht nur ökonomisch, sondern auch in der Gesellschaft selber so einiges aus dem Ruder läuft. Und meine Herangehensweise und der Grund dafür, dass ich dieses Buch gemacht habe, war, weil ich die Zusammenhänge darstellen wollte, weil sich halt vieles oder viele der Probleme, die wir heute haben, im Kern auf unser Geldsystem zurückführen lassen. Und der Grund ist auch relativ einfach zu beschreiben. In dem Moment, wenn wir aus unserer Familie oder aus freundschaftlichen Beziehungen hinausgehen und praktisch mit anderen in Kontakt treten, dann brauchen wir, um Handelsgeschäfte miteinander zu betreiben, brauchen wir Geld. Und dieses Geld ist staatlich reguliert. Wir haben ein staatliches Geldmonopol. Und meine Überlegung war, wenn dieses Geld krank ist, dann ist die Gefahr groß und die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Gesellschaft sich im Ganzen auch, ich habe es im Buch beschrieben, sich mit gewissen Krankheiten infiziert. Und das in möglichst einfachen Worten zu beschreiben, so zu beschreiben, dass es jeder verstehen kann. Das war die Intention, warum ich dieses Buch gemacht habe. Okay, jetzt wird natürlich jemand sagen, so der Mainstream-Hörige, der wird natürlich sagen, ja, unsere Zentralbanken, die verhindern auch gerade Krisen. Wenn wir dieses Geldmonopol nicht hätten, dann wäre ja noch alles viel schlimmer. Was würden Sie darauf entgegnen? Ja gut, ich würde ihm natürlich sofort sagen, dass die Zentralbanken nicht die Löser sind, sondern dass es die Problemauslöser sind. Die Konstruktion unseres Geldsystems an sich ist es ja, die uns überhaupt in diese Krisen hineinführt. Leider Gottes ist es aber so, dass das Wissen um volkswirtschaftliche Zusammenhänge
draußen so niedrig ist oder so gering ist, dass, dass es den sogenannten ja, Experten immer wieder aufs Neue gelingt, die Krisen, die wir immer wieder sehen und teilweise in immer kürzeren Abständen und in immer größeren Ausprägungen sehen, dass diese Krisen den sogenannten freien Märkten ja, angelastet werden. Freie Märkte oder Stichwort Kapitalismus, was wir überhaupt nicht haben. Und im Grunde, wenn man sich mit der österreichischen Konjunkturtheorie, die letztendlich auf Ludwig von Mises ja zurückgeht und für die Friedrich August von Hayek dann 1976 den Nobelpreis bekommen hat, dass aufgrund dieser Konjunkturtheorie ganz klar erklärbar ist, dass die Geldschöpfung aus dem Nichts uns letztendlich immer wieder in diese Krisen hineinführt. Okay, da wird jetzt natürlich ein mainstreamhöriger Mensch wieder sagen, ja, aber warum sollten denn die ganzen Zentralbanken das machen und Politiker, steckt da eine große Verschwörung dahinter oder warum wären da die richtigen oder die besseren Theorien, warum hört man denn nicht auf diese? Ja gut, also Verschwörung würde ich nicht sagen. Man muss ja überlegen, wie lange es gedauert hat, bis letztendlich die Staaten das Geldsystem komplett in ihrer Hand hatten, bis es ihnen letztlich Stück für Stück sukzessive gelungen war, das Geld zu entmaterialisieren. Wir hatten bis 1914 einen internationalen Goldstandard, der halbwegs und ganz gut funktioniert hat. Es war in dem Sinn kein freies Marktgeld. Letztendlich hat der Staat hier schon auch eine Rolle gespielt. Aber die Möglichkeiten der Staaten, was Verschuldung in Dimensionen betrifft, wie wir sie heute haben, war natürlich stark eingeschränkt. Dann haben viele, die meisten, haben 1914 den Goldstandard aufgehoben. Dann zwischen den Kriegen, zwischen den zwei Weltkriegen, kam es nur so noch zu einem Gold-Devisenstandard. Dann wissen wir selber, dann kam Bretton Woods und letztendlich 1971. Und Sie sehen ja schon, was für ein Zeitraum das war. 1971 wurde letztlich die letzte Bindung von Geld zu Gold gelöst. Und insofern würde ich das nicht als Verschwörung bezeichnen. Das war sicherlich auch begleitet mit volkswirtschaftlichen Theorien, die sich mehr und mehr hingewandt haben zu Theorien, letztendlich Preisstabilitätspolitik der Notenbanken etc., dass der Staat sich halt immer mehr auch eingemischt hat. Und im Grunde ist es schlechtes Geld, das letztendlich unsere Probleme heute zu großen Teilen verursacht und natürlich auch die Volkswirtschaftslehre, die sich mehr und mehr auch dem Staat zugewandt hat. Und vielleicht noch einen theoretischen Aspekt. Die Volkswirtschaftslehre ist in den letzten Jahrzehnten halt zunehmend mathematisiert worden und hat sich halt losgelöst im Grunde von der Überlegung und von dem Gedanken, dass wir es in der Volkswirtschaft ja mit Menschen zu tun haben. Sie wurde mathematisiert und man glaubt heute einfach, dass man Volkswirtschaften, die ja im Grunde höchst komplexe Systeme sind, dass man die lenken und leiten kann, aber das funktioniert im Grunde ja nicht. Wir sehen es ja. Aber Roland Bader hat ja so schön immer gesagt, die Wirtschaftswissenschaften oder die Volkswirtschaften oder nein, die Volkswirtschaftslehre ist heute zu einer Prostitutionswissenschaft geworden. Würden Sie damit einhergehen oder was würden Sie dazu sagen? Ich weiß natürlich, was er meint. Letztendlich ist es ein Stück weit eine, ich möchte es mal als Symbiose bezeichnen. Die Ökonomen, die kann man sicherlich heute, die im Hauptstrom unterwegs sind, kann man sicherlich nicht mehr als unabhängig bezeichnen. Sie sind halt letztendlich abhängig von staatlichem Geld und da zeigt sich natürlich alleine bei dieser Überlegung, kann alleine aufgrund dessen die Volkswirtschaft unabhängig sein und das ist genau das, was Roland Bader damit sicherlich aussagen wollte. Nein, das kann sie natürlich nicht. Jetzt wird ja immer wieder angeführt, ja, ohne die EZB, ohne Zentralbanken hätten wir keine Preiswertstabilität. Was sagen Sie dazu? Gibt es dadurch Preiswertstabilität oder genau das Gegenteil? Also das, was die EZB unter Preiswertstabilität betrifft, ist ja an und für sich schon mal mit einer annähernd 2% Teuerung
pro Jahr. Eine Preiswertstabilität, das überhaupt stabil zu nennen, ist schon mal dem Geldhalter gegenüber eine Unverschämtheit im Grunde. Und dazu kommt ja aber noch Folgendes, dass im Grunde, wenn die Güter in einer Volkswirtschaft, die Gütermenge, wenn die zunimmt und eine Geldmenge bliebe stabil, dann können wir davon ausgehen, dass wir im Grunde eine bei gleicher Geldnachfrage unterstellt, eine leichte Tendenz zu fallenden Preisen hätten oder eine Tendenz dazu, dass die Kaufkraft pro Geldeinheit steigt. So, und dadurch, dass die Geldmenge stetig ausgeweitet wird, wird eben dieser Rückgang oder dieser Anstieg der Kaufkraft pro Geldeinheit verhindert. Und insofern kann hier eine Geldmengenausweitung stattfinden bei einer sogenannten Preisstabilität. Und am Ende spricht man von einer stabilen Inflation oder einer stabilen Preisniveau. Aber im Grunde werden die Geldmengen ausgeweitet. Und es ist zwar schon ein paar Jahre zurück, aber wir hatten Mitte des ersten Jahrzehnts, des neuen Jahrtausends, hatten wir Geldmengensteigerungen im Euroraum, die waren zweistellig, 11-12%. Und zeitgleich hat man Preisstabilität verkündet. Also, und das habe ich in meinem Buch ja auch als trojanisches Pferd bezeichnet. Und gelungen ist das Ganze letztlich nur, weil man die Begrifflichkeiten auch verdreht hat. Wenn Sie Inflation und Deflation richtig definieren, dann heißt Inflation eine Ausweitung der Geldmenge und Deflation ein Schrumpfen der Geldmenge. Und heute versteht man unter Inflationsrate die Rate, um wie viel das Preisniveau steigt. Und das ist schon perfide. Das heißt, wenn ich dann von Preisstabilität spreche und ich sage dann, ich habe keine Inflation, dann kann es trotzdem sein, dass im Untergrund die Geldmengen in dem Jahr um 6 oder 7 oder 8 oder 9% gestiegen sind. Das ist schon perfide. Und nochmal, deswegen habe ich da trojanisches Pferd dazu gesagt. Ja, man hört ja immer wieder von der Zentralbank, dass die sagen, ja, wir schlindern in eine Deflation rein, da müssen wir gegensteuern. Ist das so? Gibt es eine Deflationsgefahr? Also wir müssen sicherlich unterscheiden zwischen einem Rückgang des Preisniveaus in einem Papiergeldsystem, in einem Papiergeldsystem, wo eine hohe Verschuldung herrscht, und einer natürlichen Preisdeflation. Ich hatte gerade eben eigentlich diese natürliche Preisdeflation schon beschrieben. Wenn die Gütermenge wächst und die Geldmenge nicht, dann habe ich eine Tendenz zu fallenden Preisen. Das liegt auf der Hand. Immer vorausgesetzt, ich habe die gleiche Geldnachfrage. Wenn ich aber ein Papiergeldsystem habe und in dem Moment beispielsweise aufhören würde, neue Kredite zu schöpfen, dann habe ich natürlich alleine durch die Tilgung, möglicherweise in einer Krise dann auch noch, durch Pleiten von Kreditnehmern, habe ich natürlich die Konsequenz, dass die Geldmenge schrumpft. Und wenn ich eine so hohe Verschuldung habe, wie wir sie jetzt haben, dann ist natürlich ein fallendes Preisniveau in so einer Situation, das führt zu einer Situation, wie wir sie im Grunde in Griechenland in kleinem beobachten konnten. Das heißt, die Kreditnehmer fallen reihenweise um, können ihre Kredite nicht bedienen, was natürlich dazu führt, dass die Banken wiederum in Schwierigkeiten kommen. Und wenn ich natürlich ein fallendes Preisniveau habe, dann ist einer der größten Leidtragenden natürlich auch der Staat. Seine Haupteinnahmequelle ist die Umsatzsteuer. Woran hängen die Umsatzsteuer? Die hängt an den Preisen. Wenn ich fallende Preise habe, habe ich natürlich auch eine fallende Umsatzsteuereinnahme. Und daran hat die Politik und Regierungen im Allgemeinen mit Sicherheit null Interesse. Was dazu kommt, ist natürlich in so einer Rezession gehen natürlich auch die Umsätze der Unternehmen zurück, ergo gehen die Gewinne zurück. Und von Pleiten, mal ganz abgesehen, hat der Staat auch sofort niedrigere Steuereinnahmen. Also das sind in Summe einige Argumente, warum der Staat als allererstes an einem fallenden Preisniveau mal überhaupt nicht interessiert ist. Was gibt es denn sonst noch für weitere Verwerfungen bei diesem Geldsystem? Ja gut, wir haben, wenn wir vielleicht nochmal auf die Konjunkturtheorie der österreichischen Schule eingehen, die ich eben schon angesprochen habe. Man muss sich vorstellen, in dem Moment, wenn Kredite aus dem Nichts geschöpft werden, dadurch das Geldangebot erhöht wird
und die Notenbanken dadurch den Zins unter das Niveau senken, das ansonsten herrschen würde, werden natürlich Investitionen in Gang gesetzt, die ansonsten nicht in Gang gesetzt worden wären. Das klingt natürlich sehr verführerisch, ist klar. Aber auf die Art und Weise werden unrentable Investitionen rentabel. Im Grunde genügt der gesunde Menschenverstand, um hier zu sagen, Moment, kann ich mit einer Geldschöpfung aus dem Nichts, kann ich Wohlstand schaffen? An der Stelle würde es im Grunde schon genügen, dass man eigentlich sich denken kann, dass man nur über Sparen letztendlich reich werden kann. Aber auf die Art und Weise werden natürlich auch Ressourcen, und vielleicht können wir an der Stelle, wenn Sie das möchten, auch vielleicht auf das Umweltthema mal eingehen, dass ich im Buch ja, das habe ich mir auch schon notiert, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja, auf die Art und Weise werden Ressourcen nicht den dringendsten Verwendungen zugeführt. Mhm. Die Menschen haben letztendlich ja immer Präferenzen und da gibt es welche Wünsche und Dinge, die ganz oben auf der Liste stehen und die gilt es als allererstes zu befriedigen. Und dafür brauche ich einen natürlichen Zins, der sich am Markt von alleine etablieren kann. Und dafür brauche ich freie Märkte. Und in dem Moment, wenn ich Geld schöpfe und letztendlich Konjunkturen in Gang setze, die ansonsten nicht in Gang gesetzt worden wäre, dann führe ich diese Ressourcen eben nicht den dringendsten Verwendungen zu. So, und irgendwann, wenn der Boom weit genug fortgeschritten ist, die Preise, die hat vor allen Dingen im Konsumgütersektor schon mal steigen lassen, dann spürt man, weil die Zinsen wieder anziehen, dass die Ressourcen, dass die Ersparnisse im Grunde nicht ausreichen. Und dann kommt es zu dem sogenannten Bust. Und was passiert dann? Dann wird das Schreien nach niedrigeren Zinsen wieder ganz laut, weil ja niemand eigentlich diese Bereinigung, die im Grunde ja nur eine Bereinigung der Verwerfungen zuvor ist. Sonst, die Krise ist ja im Grunde nur eine Bereinigung. Aber diese Bereinigung will niemand zulassen. Und wir sind mittlerweile auf einem Boom angekommen, auf einem Punkt angekommen, wo eine solche Bereinigungskrise, würde sie denn in Gang gesetzt oder dürfte sie denn stattfinden, mit Sicherheit eine Rezession auslösen würde, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Okay. Sie führen aber auch viele weitere Punkte an. Sie führen ja den Cantillon-Effekt. Vielleicht können wir da auch gleich nochmal drauf eingehen, weil es heißt ja auch immer wieder, ja, die Schere zwischen Arm und Reich, die geht immer weiter auseinander. Das ist dann der sogenannte Cantillon-Effekt, den Sie beschreiben. Die Vermögenswerte steigen immer weiter. Wollen Sie das nochmal weiter ausführen, bitte? Ja, klar. Ich meine, da gibt es verschiedene Punkte. Zum einen ist es so, dass die Ausweitung der Geldmenge niemals neutral ist. Das heißt, sie wird ausgeweitet und erreicht natürlich niemals alle Marktteilnehmer zum gleichen Zeitpunkt. Im Gegenteil, manche Marktteilnehmer erreicht das neue Geld überhaupt nicht. Zuallererst ist der Staat, sind die Banken, sind mit dem Staat auch und beim Bankensystem gut verknüpfte Großunternehmen die Begünstigten. Und man muss sich vorstellen, dass das Geld dann sukzessive durch die Volkswirtschaft fließt und möglicherweise, wenn überhaupt, am Ende bei den Empfängern nominaler Lohnleistungen oder auch Rentnern, Pensionären ankommt. Und während das Geld eben seinen Weg durch die Volkswirtschaft genommen hat, hat es die Preise durch die Nachfrage, durch die erhöhte Nachfrage schon steigen lassen. Und derjenige, der das Geld als letztes bekommt, bekommt pro Geldeinheit natürlich nur noch wenige Güter. Und dann kommen noch andere Effekte hinzu, dass beispielsweise ohnehin schon Vermögende, und ich füge hier gleich dazu, dass das niemals von meiner Seite ein Vorwurf an diejenigen ist, natürlich auch auf andere Art und Weise profitieren können. Stellen Sie sich vor, es hat jemand schon 2 oder 3 Immobilien und die Geldpolitik der EZB hebt natürlich auch Assetpreise wie Immobilienpreise nach oben oder auch das Volumen von ohnehin schon vorhandenen Aktiendepots. Und auch diese Marktteilnehmer sind am Ende, wenn die Geldmengenausweitung stattgefunden hat, sind reicher, als sie es vorher waren. Und der Normalhaushalt, wo vielleicht überhaupt nicht so viel Geld übrig ist, um ein nennenswertes Aktiendepot anzusparen, der hat von dieser Geldmengenausweitung, was die Auswirkung beispielsweise auf Assetpreise betrifft, überhaupt nichts.
Friedrich August von Hayek hat hier mal ein schönes Bild gebraucht, dass die Ausweitung der Geldmenge quasi, muss man sich vorstellen, wie wenn man so ein Glas Honig irgendwo ausgießt und dann fließt der Honig so ganz zäh nach außen dort, wo er praktisch auftropft, dort, wenn man dort ist, hat man von der Geldmengenausweitung am meisten und nach außen hin, je weiter weg ich von diesem Ausgießpunkt bin, habe ich umso weniger und irgendwann fließt der Honig überhaupt nicht mehr und wenn jemand außerhalb dieses Bereiches ist, hat er von der Geldmengenausweitung überhaupt nichts. Und letztendlich, das ist das, was im Großen und Ganzen unter diesem Cantillon-Effekt zu verstehen ist. Und aber jetzt habe ich, Sie hatten, glaube ich, noch was angefügt, noch, ne? Von der Frage her. Steigung der Vermögenswerte, das haben Sie ja auch gerade ausgeführt, dass halt auch die Vermögenswerte, die Reichen, die sowieso jetzt schon Geld haben, dadurch ihre Vermögenswerte noch mehr im Wert steigen und das natürlich halt auch zu dieser Ungerechtigkeit führt, die auch vor allem immer ja von linker Seite immer angeführt wird. Ja gut, das habe ich eben beschrieben, also große Aktiendepots, die davon profitieren. Und vielleicht eines, was man auch noch anführen könnte, wenn jemand mit 2, 3 Immobilien als Background schon zu einer Bank geht, dass der natürlich für die nächste Immobilie möglicherweise noch ein Stück weiter leichter seinen Kredit bekommt, wie jemand, der vielleicht kein Eigenkapital hat, dessen Einkommen auch nicht so hoch ist. Das liegt auch auf der Hand. Also, aber nochmal, das sind niemals Vorwürfe an diejenigen, die in irgendeiner Weise, ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, nie würde ich einem Marktteilnehmer einen Vorwurf machen, dass er in irgendeiner Form von diesem Geldsystem profitiert, es sei denn, dass er in unfairer Weise vorgeht oder möglicherweise eben, weil er einer der Symbionten ist, dieses Geldsystem bewusst nutzt, möglicherweise, bewusst nutzt, ist schon fast falsch ausgedrückt, jedenfalls zu einem der Organisatoren dieses Geldsystems gehört. Okay. Was ich auch besonders spannend fand, Sie haben gesagt, Sie haben die These aufgestellt, dass die Geldpolitik zu mehr Scheidung und weniger Kindern führt. Können Sie das nochmal weiter ausführen? Also das müssen wir jetzt ein kleines bisschen relativieren. Ich habe gesagt, dass es hier eine Rolle spielt und habe aber auch eingeschränkt, dass hier andere Dinge eine Rolle spielen. Ja. Meine Überlegungen, die ich hier angestellt habe, waren einfach die folgenden. In einem Geldsystem, in dem Geld aus dem Nichts entsteht, das heißt Sparen eigentlich im Grunde eine untergeordnete Rolle spielt oder anders ausgedrückt, um Investitionen zu tätigen, um Konsumgüter mir anzuschaffen, ist es gar nicht mehr unbedingt notwendig zu sparen, weil Kreditgeld ist ja im Überfluss da und die Konditionen sind nahe null. Insofern ist es ja fast schon verführerisch. Ergo, und nachdem dieses Geldsystem ja auch schon extrem lange so funktioniert, ist es mit Sicherheit so, dass den Menschen das Sparen auf die Art und Weise auch schon ein Stück weit abgewöhnt wurde. Das, vor allen Dingen das Sparen auf Anschaffungen hin. Und wenn ich nicht mehr sparen kann, dann liegt es auch nahe, dass ich möglicherweise auch nicht gelernt habe, auf Dinge zu verzichten oder alles schneller haben will und kurzfristiger orientiert bin. Und so wie ich es im Buch beschrieben habe, ich habe gesagt, dass sowas ja auch im Unbewussten passiert. Das heißt, die Zeitpräferenz der Menschen steigt. Sie legen mehr Wert auf das Kurzfristige als auf das Langfristige, legen mehr Wert auf die Gegenwart als auf die Zukunft. Und der Mensch kann ja im Unbewussten jetzt nicht separieren und kann sagen, oh je, meine Zeitpräferenz ist gestiegen, ich muss mal ein bisschen mehr auf mich aufpassen. Es ist ja nicht so, dass ich mich hier auf eine Waage stelle und schaue, ein bisschen übergewichtig mittlerweile. Ich muss mal ein bisschen was für meine Gesundheit oder gegen mein Übergewicht tun. Das spürt man ja nicht. So, und deswegen habe ich gesagt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses nicht verzichten können und dieses kurzfristige orientiert sein sicherlich auch in andere Bereiche des menschlichen Daseins hineinspielt, nämlich eben auch in die Familie. Und egal, ob das jetzt in einer Beziehung ist oder ob es darum geht, wenn Kinder da sind,
Das hat auch ein Stück weit für denjenigen, der sich in eine solche Familie hineinbegibt, beziehungsweise eine Familie gründet, das hat auch ein Stück weit was mit ab und an mit Verzichten zu tun und zurückstecken zu können. Und wenn ich dann zunehmend kurzfristig orientiert bin und eben das nicht mehr kann, dann kann es im Grunde, liegt es nahe anzunehmen, dass auch dieses nicht mehr verzichten können auch hier eine Rolle spielt in einem Familienbereich. Und wenn ich mir die Scheidungsquoten beziehungsweise wie sich es entwickelt hat, wie viele Ehen von 100 geschlossenen wieder geschieden werden, dann liegt es nahe anzunehmen, dass das eine Rolle bei diesen Entwicklungen spielt. Nicht die einzige, ganz klar, aber eine Rolle. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Studie, über die der Professor Schnabel von der Universität Leipzig mal in der Wirtschaftswoche berichtet hat, dass nämlich feststellbar ist, dass wenn Eltern, die selber glauben, dass sie den Kindern unter Umständen weniger anbieten können, wie sie selber haben genießen können oder erleben können, dass sie dann automatisch auch weniger Kinder kriegen. Also es spielen viele Dinge eine Rolle und wir merken wieder, das ist sehr komplex alles. Aber das eine hat mit Sicherheit aus meiner Sicht einen Einfluss auf diese anderen Lebensbereiche. Okay. Ja, wollen wir jetzt nochmal zu diesem Umweltthema kommen, was Sie ja gerade schon angesprochen haben. Ich fand es ja auch sehr spannend. Sie saßen ja bei Russia Today, bei Jasmin Kosubek, haben da auch die Ansicht vertreten, dass der freie Markt das Geldsystem alles viel besser regeln kann. Und ich fand es ganz lustig, dass Jasmin da ja dann mit diesen standardlinken Argumenten kam, ja, der Kapitalismus, das führt doch zu Wachstumszwang und zu Umweltzerstörung, dass es aber genau andersrum ist. Ist bei ihr nicht so ganz angekommen. Wie betrachten Sie Ihre Reaktion jetzt so im Nachhinein, so nachdem Sie das Interview mit Russia Today geführt haben? Gut, ich kann die Reaktionen verstehen, auch aus dem Grunde heraus, ich glaube, ich habe es eingangs schon erwähnt, weil ja viele glauben, dass wir in einem freien Markt leben. Und wir brauchen ja bloß die Schilder anschauen bei den Fridays for Future Demonstrationen. Oder Kundgebungen oder wie wir das auch nennen wollen, stoppt den Kapitalismus. Eigentlich müsste man den jungen Leuten Schilder in die Hand drücken, stoppt den Geldsozialismus. Aber dafür müsste man denen erstmal erklären, was hier überhaupt läuft, dass wir nicht in einem Kapitalismus leben. Und die ganzen Probleme, die wir haben, werden diesem Kapitalismus angelastet. Insofern habe ich schon ein Stück weit Verständnis, wenn jemand daherkommt und sagt, ja, der freie Markt und der Wettbewerb, das ist das, was wir brauchen. Also nochmal, insofern, das ist ja eigentlich Ihre Frage gewesen. Ich habe ein Stück weit schon Verständnis, wenn jemand so reagiert, aber man muss sich vollkommen darüber klar werden, wir leben nicht im Kapitalismus. Rein im Kapitalismus ist wahrscheinlich noch nie irgendwo gelebt worden. Und ich verwende immer das Argument, alleine, wenn das Geld, mit dem wir unsere tagtäglichen Dinge abwickeln, und nicht nur wir, sondern milliardenfach jeden Tag, und die arbeitsteilige Gesellschaft ist ja enorm weit fortgeschritten, global. Und wenn dieses Bindemittel zwischen diesen ganzen Transaktionen, wenn das staatlich reglementiert ist, und letztendlich aus dem Nichts entstehen kann und der Zins bis auf Null herunter manipuliert ist, dann kann man nicht davon reden, dass wir in einem Kapitalismus oder in einer freien Marktwirtschaft leben. Und das muss man sich klar machen. Aber das hat natürlich über so viele Jahre stattgefunden, dass es natürlich schwer ist, wenn man heute plötzlich vielleicht möglicherweise das erste Mal davon hört, dass man da sofort sagt, ja, klar, verstehe ich. Ja, ich fand ja spannend, dass Jasmin da zwar gesagt hat, wir leben ja nicht im Kapitalismus, aber der Kapitalismus führt doch zu einem Wachstumszwang und der Umweltzerstörung. Dass halt viele Leute dann zwar schon die Erkenntnis haben, dass das System, wo wir gerade drin leben, überhaupt nichts mit einem freien Markt, wo Vertragsfreiheit herrscht, wo der Staat sich möglichst wenig einmischt, damit halt überhaupt nichts mehr zu tun hat, aber dann trotzdem immer mit diesen Vorurteilen kommen, Wachstumszwang, Umweltzerstörung, ja.
Ich meine, diesen Wachstumszwang, ich glaube, das hatte ich ja in einem Gespräch mit Jasmin Kosubik auch dargestellt. Wenn ich eine Grafik mir über die letzten Jahrzehnte ausschaue, wie die Geldmengen sich entwickelt haben, und Geldmengen sind ja letztendlich Schulden, weil unser Geld entsteht ja aus Schulden heraus, und darunter gelegt die Entwicklung der Bruttoinlandsprodukte oder des globalen Weltproduktes, dann wird ja vollkommen klar, dass letztendlich das Bedienen dieser Schulden zu einem Wachstumszwang zwangläufig führen muss, sodass ich jetzt zum Schluss komme, dieser Wachstumszwang entspringt garantiert nicht einem kapitalistischen System heraus, sondern entspringt genau aus diesem Geldsozialismus heraus, den wir die ganze Zeit ja schon beschreiben. Ja, Sie sprechen sich ja für einen freien Markt des Geldes aus, und da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, es gibt da schon Regionalwährungen, es gibt da schon Kryptowährungen. Wann gibt es denn tatsächlich einen freien Markt für Geld? Ich könnte Ihnen jetzt ganz flapsig antworten, das weiß ich nicht. Hoffentlich möglichst bald. Im Grunde wäre es relativ einfach, diesen freien Markt einzuführen, nämlich Zahlkraftgesetze abzuschaffen. Und der Staat zieht sich aus der Geldproduktion zurück und man öffnet den Markt für Währungen auch privaten Anbietern. Das ist auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Jüngst äußern sich ja auch gegenüber Facebooks Libra gerade die Finanzminister, allen voran Finanzminister Scholz, sehr ablehnend. Und es heißt, dass die Herausgabe einer Währung Kernelement staatlicher Souveränität ist. Darin ist ja vollkommen klar und abzulesen, dass wir sicherlich, wenn wir realistisch sind, auf absehbare Zeit nicht erwarten dürfen, dass wir einen freien Markt für Geld haben werden. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung um Bitcoin, also die Kryptowährungen, sind wahnsinnig interessante Entwicklungen. Und für mich ist es ein Ansatz, ein Indiz dafür, dass der Markt so etwas möchte und nach so etwas verlangt. Und es ist der Beginn aus meiner Sicht für eine Art Entdeckungsverfahren auf dem Weg hin zu einem Währungswettbewerb. Aber wie lange das dauert, und das kann ich natürlich nicht beantworten. Ja, deswegen habe ich auch auf meinem Kanal immer sehr viele Videos zu Bitcoin und zu Kryptowährungen gemacht, weil ich sage, das ist eigentlich das, was ja auch Ludwig von Mises oder Friedrich August von Hayek hat ja sein letztes Buch darüber geschrieben, The Denationalization of Money. Die wollen halt immer diesen Währungswettbewerb, und genau das sehen wir jetzt gerade bei den Kryptowährungen. Und deswegen bin ich da so ein riesengroßer Fan von Bitcoin und Co., weil es halt einfach, ja, Anarchie in Aktion ist oder der freie Markt in Aktion. Herr Marquardt, jetzt haben wir ja Frau Christine Lagarde, die jetzt demnächst das Ruder der EZB übernimmt. Was erwarten Sie da von Frau Lagarde? Wird Helikoptergeld kommen? Werden Negativzinsen kommen? Wie wird es da weitergehen? Was erwarten Sie? Also generell erwarte ich definitiv keine Änderung der Politik. Aber wenn man so über die letzten Jahrzehnte zurückschaut, und man kann das sehr schön visualisieren, wenn man sich die Entwicklung der Leitzinsen anschaut, dann sieht man, dass das letztendlich ja in so langsamen Schwingungen ein Chart nach unten ist, mit immer tieferen Tiefs und mit immer niedrigeren Hochs. Und insofern erwarte ich schon, dass die Notenbanken letztendlich aus dem Druck, der aus dem Geldsystem heraus herrscht und weiter entstehen wird, und genötigt sein werden, die Zinsen möglicherweise noch weiter in den Minusbereich zu drücken, weil das aber vielleicht auch nicht unbedingt so einfach sein wird, werden wir natürlich parallel dazu möglicherweise auch Dinge wie Helikoptergeld sehen, ja, dass halt einfach auf dem Konto eines jeden dann plötzlich mal 1.000 Euro erscheinen. Das erwarte ich mir, und parallel dazu ist ja auch der Kampf gegen das Bargeld zu sehen, weil sich gerade was Minuszinsen, um darauf nochmal zurückzukommen, was Minuszinsen betrifft, natürlich das Bargeld keine gute Möglichkeit ist, solche Dinge durchzusetzen. Aber das wird möglicherweise auch in einer Krise dann stattfinden wieder, wo die Menschen, bevor sie selber
auch zu Leidtragenden dann dieser Krise wieder werden, weil sie möglicherweise Arbeitsplatz verlieren oder Lohneinbußen in Kauf nehmen müssten, dann auch zu solchen Maßnahmen möglicherweise Ja sagen werden und auch wieder schweigen werden, weil man halt einfach Angst vor dieser Korrektur hat oder vor dieser Bereinigungskrise hat. Und im Grunde, da muss man ehrlich sein, niemand von uns braucht so eine Krise, weil die könnte möglicherweise so groß sein, dass sie einen jeden von uns trifft. Nicht nur diejenigen, die vielleicht Schulden haben, sondern ein massiver Konjunktureinbruch. Wer kann sich da schon von sich aus behaupten, das macht mir nichts aus, das ist mir egal. Also so sehe ich das, aber nochmal visualisiert mit so einer langsamen Schwingung des allgemeinen Zinsniveaus nach unten, sind wir natürlich jetzt an einem Punkt, wo die Nulllinie so schon eine gewisse Hemmschwelle darstellt. Und die Diskussion, die auch in den letzten Wochen stattgefunden hat, wo die Ökonomen alle möglichen Argumentationen gesucht haben, warum denn der neue natürliche Zins negativ sei, das macht schon deutlich, dass diese Nullzinslevel jetzt was ganz Besonderes ist. Und deswegen werden wir in den nächsten Jahren auch Dinge sehen, möglicherweise, die wir uns heute nicht vorstellen können. Okay. Ja, es gibt ja jetzt auch Stimmen, besonders prominent ist da ja Dr. Markus Krall, der sagt, der Crash wird 2020 kommen. Sie haben auch gerade von Krisen gesprochen, die kommen werden. Wann werden die kommen und werden die kommen? Also kommen sie? Kommen sie? Herr Böckenfeld, aber ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt nicht als Ökonom bezeichnen, weil ich ja mehr der Autodidakt bin. Aber ich bilde mir natürlich ein, dass ich da was dazu sagen kann. Aber aus der Volkswirtschaft heraus, wir können die Theorien liefern. Aber das hilft nicht, um Prognosen abzugeben. Und vor allen Dingen will ich nicht eine Prognose abgeben, weil für mich dieses Nullzinslevel schon eine kritische Schwelle darstellt. Und alles, was im negativen Bereich sich abspielt, ist unnatürlich. Wir sind in einer neuen Welt. Es gab sowas noch nie. Wir hatten noch nie so ein Zinsniveau und wir hatten noch nie so viel Schulden in der Welt. Insofern werden wir möglicherweise Dinge sehen, die wir nicht kennen. Und insofern ist eine Prognose, ja im Grunde ist, ich möchte keine abgeben. Ich kann keine abgeben. Okay, spannende Zeiten auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Möchten Sie noch was sagen? Haben wir noch was vergessen? Ja, ich könnte natürlich jetzt Ihren Zuhörern, der Zuschauer natürlich unbedingte Leseempfehlung für mein eigenes Buch aussprechen. Aber ich denke, dass es mir gelungen ist, auch gerade mit dem Kapitel vielleicht auch, weil das wurde mir schon mehrfach bestätigt, mit dem Kapitel Umwelt und auch mit dem Kapitel, was schlechtes Geld mit den Menschen macht. Aber vor allen Dingen mit dem Umwelt, weil das ist ja heute ein Thema, das ja irgendwie durch alle Bereiche und jeden Tag von früh bis abends sich durch alle Medien zieht. Insofern denke ich, dass die österreichische Schule hier auch ein Wörtchen mitreden kann, nämlich, dass wir hier ein gemeinsames Ziel hatten, nämlich die Umwelt und die Ressourcen zu schonen. Und wenn das unser gemeinsames Ziel ist, dann sollte man sich auch mit dem Thema Geld beschäftigen, weil wenn man wirklich aus dem Tiefsten heraus die Umwelt und Ressourcen schützen will, dann sollte man sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wer nicht bereit ist, mich mit diesem Thema dann Geld in diesem Zusammenhang zu beschäftigen, der müsste sich im Grunde die Frage gefallen lassen, ob er das so ernst meint wie der Umwelt oder unter Umständen andere Ziele im Schilde hat. Ja. Ja, insofern, das kann ich auch nur unterschreiben. Also wer hier meinen Kanal schaut, der weiß ja auch, dass ich früher in der Finanzbranche gearbeitet habe und so die ganze Finanzkrise und so alles mit diesen Mainstream-Theorien nie wirklich richtig verstanden habe und erst dann für mich halt so den richtigen Durchblick hatte oder gesagt habe, jetzt macht das Sinn, als ich mich dann mit der österreichischen Schule beschäftigt habe. Insofern kann ich das auch nur unterschreiben, was Herr Marquardt sagt, dass halt ja so ein Crashkurs Geld, dass es halt extrem wichtig ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wer gesellschaftskritisch unterwegs ist, der sollte auf jeden Fall sich diesem Thema widmen. Das ist sozusagen ja das Kernproblem unserer Zeit, was halt eigentlich in alle Bereiche reinfließt, sogar in die Familien, in die Scheidung, in die Kinder und so weiter. Insofern auch von mir halt einfach nur eine uneingeschränkte Buchempfehlung, was dieses Buch angeht.
Crashkurs Geld. Vielen Dank für das Interview, Herr Marquardt, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Danke, ciao.